Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Licht noch ein bisschen mehr, so. Da bin ich schon wieder, euer Odin. Das ist wieder zu viel, so. Und ich hatte vor einer ganzen Weile Unboxing gemacht zu diesen Kopfhörern. Und da wollen wir jetzt den Hardware-Check machen, beziehungsweise das Hardware-Video auspacken, erst einmal benutzen. Ich konnte sie vorher nicht benutzen, weil ich mit den Ohren hatte, wisst ihr ja. Und ja, das ist so total barbarisch heiß hier. Ich richte euch auch mal nach unten. Wir brauchen jetzt die Unboxing-Ansicht natürlich nicht, weil wir haben es ja schon ausgepackt. Geht ja nur darum, nochmal zu zeigen, was halt mit bei ist. Wir haben halt die Kopfhörer hier in diesem kleinen Case. Dann haben wir hier eine Box. Anleitungsheft brauchen wir nicht. Und hier, wenn ich wüsste, wie das aufhört. Hier. Hier haben wir dann einen kleinen, dünnen, wirklich ganz kurzen USB-Kabel zum Laden. Denn liegt halt ziemlich nah an der Steckdose. Gummifropfen, weil es In-Ears sind. Aber falls ihr In-Ears nicht mögt, also die mit Gummi, zeige ich es euch gleich. So, das sind jetzt die hier. Das sind die Classic. Wie gesagt, die werden wir gleich testen. Aber falls ihr In-Ears nicht mögt, das kann ja gut möglich sein. Es ist ja, kann ja sein wie bei mir. Ich mach mal so. Dass ihr In-Ears nicht mögt, weil das ist halt so ein Druck im Ohr und ist nicht, trägt sich nicht angenehm und ich mag die auch nicht. Ich mag die wirklich nicht. Ich nutze sie mal, wenn es sein muss, aber ungern. Sehr, sehr, sehr ungern. Dann haben sie nämlich auch noch, was ich euch empfehlen kann, die R3. Die sind mega geil, weil das sind ohne Gummi. Einfach so rein, so ein bisschen wie die AirPods oder halt wie die alten Gameboy-Kopfhörer oder so. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, die sind am PC-Tisch. Also ist genau die gleiche Verpackung. Ja, auch so ein kleines Case und alles drum und dran. Da gibt es auch noch eine andere Variante von denen. Das sind die R3. Dann gibt es noch die, oh Gott, noch eine Klasse besser als die R3. Die haben, also die R3 haben guten Sound. Es gibt aber noch welche, die haben noch ein bisschen besseren Sound, laut den meisten Bewertungen. Ich habe sie nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber, muss ja einen Haken haben, dafür halten die anderen maximal 2 Stunden, die hier 4 bis 5 Stunden. Also ich habe meine, wenn sie voll geladen sind, eine Session und ja, von 2-3 Stunden und danach den nächsten Tag auch nochmal und dann zum kurzen Ende gehen sie aus. Also so, also 5 Stunden habe ich schon mit denen durchgehalten, locker. Ja, also teilweise auch mehr. Ich habe das jetzt nicht so genau gemessen, Pi mal Daumen halt. So, aber jetzt wollen wir die R3 nicht. Wir wollen die Classic. Wollen wir testen. Da muss ich erstmal Bluetooth anmachen. So, Bluetooth ist an. Nehmen wir uns die hier raus. Ja. So, die habe ich hier die Kontakte schon abgemacht. Ja. So, und jetzt müssen wir gucken, was ist hier rechts und was ist hier links. Das ist halt die Frage. Ich glaube, so rum kommen die. Also ich selber, ich habe jetzt meine Lesebrille nicht auf. Für mich ist nicht ersichtlich, wo links und wo rechts ist, ehrlich gesagt. Ich hole mal meine Brille. Oh, ich habe mir mal meine Lesebrille geholt. Ach, Herrgott, an der Seite. Ich kann es mit Brille nicht mal lesen.
Trick 17. Man nehme das Handy, zoomt dahin und guckt drauf. Das ist rechts. Das ist rechts. Ich weiß nicht, es ist schön, dass es halt dezent ist, aber ich würde mir das doch wünschen, dass es ein Stück größer geschrieben ist, wo links und wo rechts ist. Oder zwei verschiedene Farben, gelb und blau, weiß und rot. So wie bei Chinch ist irgendwie. Einen roten Punkt hier drauf, hier einen weißen Punkt drauf, damit man da halt durchsieht. So, das ist rechts. Ich hoffe, ich habe die jetzt richtig drin hier. So. So. Links. Ja. Ich muss mir kurz den Schweiß wegwischen hier. Oh, über 30 Grad in der Bude, ey. Es ist wieder ein unerträgliches Gefühl. Also die füllen die Ohren gut aus, aber ich mag das nicht. So, suchen wir mal nach neuen Geräten. Die Suche läuft. Bis jetzt findet da keine neuen Geräte. Es kann natürlich sein, weil sie so lange draußen liegen haben, dass der Kopplungsmodus jetzt ausgeschalten ist. Das kann gut möglich sein. Ja, also nochmal neu. Aua. Oh. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. So, jetzt laden sie, dann leuchtet es da auch rot. So, dann nehmen wir die raus. So, und gleich nochmal suchen. Real Classic, gefunden, koppeln, fertig. Mein Akku ist nämlich auch gleich leer. Koppeln. So, connected hat er schon gesagt. So, dann gucken wir mal. Ich werde als erstes mal Spotify anmachen. Mit einem Lied von Nemesis. Falls man hier halt was hört oder so, das halt. Ah, da haben wir doch. Schon gleich drauf, wenn ich auf Suche gehe. Gerechter Zorn. So ist das Album. So, machen wir mal an. Oh, der Bass. Die haben einen schönen Bass. Also, die drücken auch ganz schön im Ohr, muss ich sagen. Also für mich halt. Oh, die sind schön laut. Man hört alles sehr gut raus. Und der Bass ist geil. Also für Bassliebhaber super. Und trotzdem hört man die Stimmen gut raus. Heftig. Heftig. So, jetzt mal ein YouTube-Video. So, dann nehmen wir mal am besten eins von mir, weil ich gebe mir selber kein Content-ID. So, mein Kanal. Da haben wir ein aktuelles, da haben wir den Fotodrucker. Gucken wir da mal rein. Oh, die sind wirklich laut.
Da kann ich so ja runter gehen von der Lautstärke. Also ich bin jetzt über halb. Höre alles sehr gut. Ja, also. Also soundmäßig sind die echt geil, muss ich sagen. Also es ist immer ein gefühltes, ja. Also das empfindet ja jeder anders. Aber ich mag das halt, wenn der Bass drückt und man trotzdem die Stimmen von den Sängern oder Sängerinnen, je nachdem, wenn man die trotzdem noch kennen kann und hören kann. Und die hört man hier wirklich klar und deutlich raus. Ein YouTube-Video habe ich mir jetzt hier angeguckt. Das ist auch von der Stimme her sehr gut. Also dass man halt auch nicht nur Musik gut hören kann, sondern auch die Stimmen sehr gut hören kann. Das funktioniert auch sehr gut. Aber es ist halt In-Ears. Es sind die mit dem Gummi außenrum. Und mir persönlich gefallen so eine nicht. Ja? Die machen wirklich einen geilen Sound, die Free 2 Classic. Ich werde die euch auch verlinken. Aber ich persönlich würde mir so eine nie kaufen. Sage ich auch so, wie es ist. Weil ich mag die In-Ears nicht. Weil mir die drückt mir zu sehr im Ohr. Ich habe alles schon versucht. Jetzt kommen wieder Kommentare garantiert. Nimm nur kleinere Gummis. Alles probiert. Ist immer ein Drücken und ein Unangenehm. Ich mag das einfach nicht, wenn ich mir die so reinstecken muss und dann die dann. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Das überhaupt nicht. Also, und wenn ihr das Problem auch habt, dann greift lieber zu den R3. Die sind noch richtig geil, so wie damals. Ja. Und die machen auch einen mega klasse Sound. Die, seht ihr die? Ja, die drücken nicht, die liegen ganz locker drin, fallen aber nicht raus. Man muss sie nicht reindrücken und dann hat man so das Gefühl, als wenn es uff drückt und so. Einfach nur rein, bumm, bumm. Und oldschool-mäßig Musik hören. Und es funktioniert super. Ich habe die im Fitnessstudio benutzt. Die sind mir beim Sport nicht rausgefallen. Ich habe sie hier beim Gaming benutzt. Da sind sie mir nicht rausgefallen. Ich habe sie unterwegs benutzt. Da sind sie mir nicht rausgefallen. Die sind wirklich klasse. Wirklich klasse. Kann ich euch nur empfehlen. Ich kann euch sowieso, also die ich jetzt alle getestet habe von Soundpads, sind eigentlich alle mit, ja, kommt halt auf die Preisklasse an. Mehr oder weniger gut. Kann man nichts meckern. Kommt halt drauf an, welche Preisklasse man davon nimmt. Ich werde euch mal beide, ich werde die R3 und die Free 2 Classic, werde ich euch verlinken. Dann könnt ihr für die Leute, die lieber die R3 möchten, können dann zu den R3 greifen. Das Einzige, was halt nicht toll war, war die Fitnessuhr. Der Fitness, also diese Smartwatch, was sie da haben, die ist wirklich von der Software her, also von der App her, grauenhaft. Und dann hat sie nur die Hälfte gezählt und so. Also, aber die Kopfhörer, klasse. So, wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde versuchen, wenn ich es nicht vergesse, euch von Soundpads hier oben in der Infokarte noch die anderen Kopfhörer zu verlinken, damit ihr da mal reingucken könnt. Die passenden Videos dazu. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Ahoi, sagt euer Odin.